Hey Leute, willkommen zurück zu Demon's Souls. Ja, in diesem Teil gibt es wieder Fortschritt. Vielleicht haben einige von euch den letzten Teil gesehen, wo ich so einen kleinen Exkurs gestartet habe und gezeigt habe, was ich denn noch alles zum Upgraden hole. Aber wir fangen hier an beim Tower Knight. Die letzten beiden Bosse erwarten uns. Yay, ich freue mich schon drauf. Nein, nicht so wirklich, weil vom letzten habe ich echt Bammel. Aber gut, schauen wir mal, wie es läuft. Jetzt geht es nämlich erstmal zum, ja, Boletarischen Schloss zurück. Mein Lieblingslevel, muss ich sagen. Und ja, seid gespannt, was uns hier erwartet. Es wird recht knackig mal wieder, aber ich denke mal, ich bin mittlerweile so stark eigentlich, dass es mir kaum noch was ausmachen sollte, beziehungsweise die Gegner mir kaum noch etwas anhaben können sollten. Und ja, wenn die Ladescreens nicht so lang wären, wäre ich sehr froh. Aber wir sind ja schon da. Okay, jetzt kann ich nämlich endlich durch dieses große Tor schreiten, nachdem ich eine mächtige Dämonenseele bekommen habe. In dem Fall nämlich die vom Drachengott. War es die vom Drachengott? Ich weiß nicht. Normalerweise kommt nämlich eine Mitteilung. Beziehungsweise ich muss eigentlich einen Levelboss töten. Oder alle. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall kann man hier nicht allzu früh reinkommen. Das habe ich mir aber bis jetzt auch immer für den Schluss aufgehoben, dieser Level. Und da ist wieder dieser ekelhaft grinsende Typ. Er verbeugt dich. Du bist eh bald dran. Bäh. Schaut mal, wie der aussieht. Das ist... Pfui, 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 pfui. Ja, lauf weg, Dickerchen. Ich hol dich gleich. Ja. Ja, der Level ist voller Fallen wieder, voller netter Fallen, muss man sagen. Also, man sieht sie rechtzeitig, aber trotzdem, es ist halt... Ja, und hier, schaut mal, die Käfige, sind wieder ein paar Viecher eingesperrt. Die kommen jetzt zum Glück nicht raus, aber das sind auch nicht die einzigen, muss ich sagen, weil hier seht ihr, neben an der Seite ist schon wieder einer. Die Hunde sind wieder da und wir stechen ihn ab. Und das nicht der einzige ist. Und gleich der nächste. Scheiße, jetzt habe ich gerade gelootet. Und bam! Blödes Hundevieh. Da müsste aber noch einer sein. Nein, das sind nur zwei. Okay. Ja, das macht einen so ein bisschen verrückt hier, weil die Hunde springen die ganze Zeit in ihren Käfigen rum. Aber die kommen nicht raus, keine Sorge. Die sind eigentlich nur, glaube ich, da, um einen wahnsinnig zu machen mit ihrem Gekläffe und Gebälle da drin. So, hier neben ist noch ein weiterer Weg, aber da kann ich jetzt noch nicht lang. Weil ich habe noch keinen Schlüssel dafür. It appears to be locked. Den Schlüssel bekomme ich bald. Aber dazu muss ich erst noch was tun. Und das werdet ihr gleich sehen. Ich werde jetzt nämlich erstmal hier vorbei an diesem toten Viehzeugs laufen. Und dort oben ist wieder ein Fallgitter. Ein Sklavenschild. Ja, das meine ich mit diesen Fallen. Brennende Steine werden einfach mal hier runtergerollt. Aber gut, den kann man eigentlich recht zeitig ausweichen. Wenn man es weiß. Und ja, jetzt denke ich, kann man gegen die Gegner kämpfen, aber nein, man kann es nicht. Die hauen nämlich ab, die ganzen Feiglinge. Und schließen hinter sich sogar noch dieses Tor. Bäh. Hässlicher Typ. Und einer wird noch zerquetscht. Tja, Pech gehabt, du warst zu langsam. So, hier neben ist noch eine Eidechse. Die werde ich mir noch holen, wenn ich, wenn es reicht. Obwohl ich sie eigentlich auch nicht brauche. Okay. Chunk of Subs, Sharpstone und ein anderer Hardstone noch. So, wie komme ich jetzt hier oben durch, wenn das Tor runtergelassen ist? Das werde ich euch gleich zeigen. Denn hier hinten dran sind Gegner. Ja, und die greifen mich auch postwendend an. Und ich steche sie aber ab und blocke alles, weil ich habe so viel Ausdauer, dass das jetzt gefahrlos geht. Und das Schwert hat so eine Reichweite. Das ist richtig übel. Ja, alle drei auf einmal, also fast auf einmal. War gar nicht so heftig. So, ich muss nämlich einen kleinen Umweg gehen. Wie es sehr oft ist in dem Schloss, dass ich über mehrere Ebenen mich bewegen muss. Ja, und du willst wieder mit Brandbomben schmeißen, aber das kannst du mal vergessen, mein Freund. Und, oh, der war schneller. Ja, ich bleibe leider wieder an der Wand hängen. Das ist sehr ärgerlich. Aber macht nichts. So, jetzt lernen wir einen ganz neuen Typ vom Gegner kennen. Die sind wirklich nervig, die Typen. Das sind diese Ninjas. Die schmeißen mit komischen Steinen und haben so einen kleinen Dolch in der Hand, sind also sehr schnell, aber nicht wirklich gefährlich. Naja, ich hätte jetzt auch einen kleinen Umweg gehen können oder eine Abkürzung nehmen können einfach. Und zwar hier kann man runterspringen. Uah! Genau, und da gibt es nämlich noch ein paar Items. Und hier jetzt auch wieder runter und dabei zertrümmere ich die Dinger. Und kann jetzt auch hier da hochsteigen. Das werde ich auch mal tun, weil... Ja, da kann man nämlich schon mal ein paar Gegner von weiter weg erledigen. Die werden sonst nämlich zu einer richtigen Plage. Aber ich muss erstmal Pfeile ausrüsten, genau. Ich habe mir mal wieder ein paar Hard Arrows eingepackt, weil das sind eigentlich so die besten. Also neben den White Arrows natürlich. So, einer steht hier.
brauche tatsächlich zwei Schüsse dafür. Ja, und hier ist auch noch einer. Der ist auch sehr nervig, wenn man dann eben drauf zuläuft. So, das war's. Hol ich mir hier noch das New Moon Grass, genau. Hier darf ich übrigens auch nicht reinfallen. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ich weiß, dass ich da sterbe. Also Wasser und so weiter, das hält der liebe Held nicht aus, wenn es tief ist. Da gibt es nämlich nochmal eine Stelle, da kann man in einen Brunnen hinabsteigen. Da gibt es dann die beste Rüstung im Spiel, die auch noch ein Charakter, den ich jetzt bald befreien werde, trägt. Beor of the Twinkfangs heißt der, glaube ich. Und ja, das ist in, ja, so ziemlich die beste Rüstung, aber auch die schwerste. Von daher braucht man einen sehr starken Charakter. Jetzt gehe ich hier einfach ein bisschen weiter hoch. Bis nämlich diese Kugel runterrollt und die tötet die Gegner dann nämlich für mich. Aha. Aber ich will ja auch ein bisschen was. Also ich habe Glück gehabt, da ich nicht gestorben bin. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Ja, ich habe leider auch den Ring nicht mehr an. Den Regenerationsring. Aber gut, es geht auch so. Genau. Die haben nämlich diese Secret Throwing Daggers. Sehr ekelhaft, die Teile. Ich glaube, jetzt müsste eigentlich bald wieder einer hinter mir runterspringen von diesen frechen Ninjas. Die sind sehr nervig eigentlich. Also leider die nervigsten Gegner überhaupt. Weil, wenn man dann mal in ihr Angriffsmuster kommt und nicht mehr rausfindet, dann ist man sehr schnell tot. Hier ist er nämlich hinter mir runtergesprungen, der Sack. Die haben auch so komische Kicks und ihr seht, die sind sehr schwer zu blocken, weil man da direkt zurückgestoßen wird. Ja, ich schmeiß mal diese blöden Slaves schief. Wo ist es denn? Ja, hier ist es irgendwo. Die schmeiß ich mal weg, weil die sind eigentlich eine Platzverschwendung. Wiegen zwar nicht viel, aber die Dinger, die taugen gar nichts. Also, man kann die sogar komischerweise aufrüsten. Oh, Moment. Da hat er einen Throwing Dagger. Und ein Secret Dagger. Ja, ich brauche die eigentlich nicht, aber gut. Ich, wie gesagt, ich nehme sie wieder wegen der Vollständigkeit halber mit. So. Ach, was mache ich denn? Ja, hier sind wieder nette Bogenschützen auf der anderen Seite. Die behaken mich, wenn ich zu weit vorgehe. Deswegen werde ich sie mal hier abschießen einfach. Die sehen mich auch dank des Diebesrings nicht. Das finde ich irgendwie lustig. Ich schieße auf sie und die reagieren überhaupt nicht. So, du auch noch. Den kann ich auch noch abschießen, aber es dauert eben lange, bis ich ihn... Oh, guck mal, den habe ich jetzt aus Zufall noch mitgetroffen. Aha. So. Ja, ich glaube, als Bogenschütze würde ich mich vielleicht auch nicht schlecht machen, aber ich mag es eben nicht. Ja, man muss eben immer ein bisschen vorhalten und es ist alles so... Die Pfeile fliegen schon ballistisch korrekt, würde ich behaupten. Also sie... Nee. Aber man bleibt immer auch an Wänden hängen, obwohl es nicht so aussieht, als wäre da... Genau hier, habt ihr gesehen, ich hätte eigentlich über dieses Mauerstück treffen müssen. Aber, ja, es bleibt eben... Seht ihr? Das meine ich. Ja, egal. Ich mache den später kalt, per Hand sozusagen, also per Schwertarm. So, Unknown Hero Soul nehmen wir natürlich mit. Hier kann ich jetzt rein, muss ich aber nicht, weil da gibt es schwarze Ritter. Rotaugenritter, eher gesagt. Und das war's schon mit dem. Na, komm schon, du. Ja. Wie gesagt, ich kann, aber muss sie nicht töten. Nur, mir sind die immer so ein Dorn im Auge, deswegen gehe ich jetzt hier rein und clear noch alles sozusagen. Ne? Oh. Du Drecksack. Ja, und mittlerweile mache ich so viel Schaden, ich schlage sogar durch das Schild richtig gut zu. Genau, hier kann ich durch. Und, jetzt bin ich wieder falsch. Genau, hier geht die Treppe hoch und hier geht es gleich ganz raus auf die Zinne. Aber ich glaube, hier ist noch ein Gegner. Nee, da ist mein Freund wieder. Der Händler. Ja, was hast du denn Schönes? Ich glaube, du hast immer noch denselben Mist wie vorher. Er hat Heavy Bolts, okay. Und immer noch das Plate-Rüstungsset. Sonst eben nichts. Naja, alles viel zu teuer. Ja, ist mir alles viel zu teuer und deswegen verzichte ich darauf. Hier gibt es nämlich noch eine... Nein, ein Greatsword. Ein Zweihänder, ein Bihänder sozusagen. Aber den brauche ich auch nicht, weil ich bin ganz zufrieden mit meinem Blue Blood Sword. So, hier wieder ein neuer Levelabschnitt. Und da kommt ein sehr starker Gegner. Der ist wirklich stark. Also, mit seinem Bihänder haut er ganz schön zu. Oh. Und... Es ist schwer, durch sein Muster zu brechen, weil er eigentlich die ganze Zeit zuhaut. Aber ich kann es so, indem ich einfach hartnäckig bleibe und zusteche. So, und er hat auch Full Moon Grass, das Beste so ziemlich an Heilung. Außer halt dieses Silberne. Das füllt mich einmal komplett auf, aber das brauche ich in der Regel auch nicht. So, wo ist denn jetzt dieser dicke Zirkusdompteur? Er ist, glaube ich, Minister oder so. Also seine richtige Bezeichnung ist Minister, aber gut. Ist mir eigentlich egal, ich nenne die Gegner oft so, wie ich will und... Naja.
So, ach genau, hier soll ich nicht hochgehen, glaube ich, weil das gefährlich oder gefährlicher. Na, es geht eigentlich, weil normalerweise kommen hier zu viele auf einmal und umsingeln ein. Oh, du blöd Mann. Aber es geht so ganz gut, yay. So, die beiden noch. Die kann ich übrigens ganz gut abschießen. Nee, kann ich nicht, Mist. Jetzt schießen die nämlich auf mich. Aber ein Schlag reicht ja schon. Zack, zack. Und dann ist noch dieser blöde Minister. Den hole ich mir jetzt auch noch. Ah, ich glaube, der kann wieder zaubern. Das könnte ein Problem werden. Aber, genau, ich meine einfach so kalt. So, wunderbar. Ich glaube nämlich, der hat einen Schlüssel für mich, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Iron Ring of Keys. Und die nehme ich doch natürlich mit. So, wunderbar. Hier gibt es auch noch eine Korps. Ja, hier könnte ich jetzt eigentlich runterspringen, mir das hier noch holen, aber ich weiß gar nicht, ob das so lohnenswert ist, weil da muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen, da habe ich eigentlich wenig Lust zu. Deswegen gehe ich mal weiter hier hoch. Hier kommt nämlich auch gleich wieder eine nette kleine Falle für mich. Und ein Ninja! Ekelhafter, genau. Und er hat auch wieder New Moon Grass, das beste Heilmittel. Also es gibt noch dieses schwarze. Und das heilt mich, glaube ich, sogar auch von allen Krankheiten und Giften. Von daher ist das eigentlich das Beste, aber es ist auch sehr rar gleichzeitig. Late Moongrass, genau. Das füllt mich, glaube ich, zur Hälfte. Okay, hier oben wieder ein netter Ball, der auf mich gerollt wird. Aber die kann man ganz einfach ausweichen. So, komm her. Ich stech dich ab. So, hier kann ich jetzt auch rüber. Ja, es ist aber sehr gefährlich, wenn ich da jetzt hier rüber gehe. In der Pure Black Tendency, weil da gibt es einen Event, den kann man praktisch gar nicht überleben, weil diese Minister, die ihr gesehen habt, die kommen dann nämlich als zwei schwarze Phantome, einer vor mir, einer hinter mir. Und ich glaube, ein Feuerball, der tötet mich fast instant, also sofort. Deswegen ist dieses Event eigentlich nicht machbar. Habe ich übrigens schon extra auch nachgelesen, also man muss wirklich Glück haben, dass man den überlebt. Und die Minister ihn sofort tötet. Hier ist das nämlich an dieser Stelle. Wenn ich hier durchlaufe, in der Pure Black Tendency dieser Welt, dann kommt genau hier einer und hier an der Ecke. Und die sind so dick, man kommt eben nicht an ihnen vorbei. Deswegen ist dann diese Stelle eigentlich schon eine reine Todesfalle. Keine Ahnung, wie man das überstehen soll. Man kann nämlich auch nur einen Umweg gehen, wie man dann das Tor dort auch öffnen kann. Unten dieses Fallgitter. Aber ja, lieber den direkten Weg hier, denn der geht schneller. So, einmal hier außen rum. Lass mich mal in Ruhe. So. Und du noch. Du musst dran glauben. Oh, und er schießt genau in dem Moment, der Sack. Okay, Soldier's Lotus. Hier geht's auch noch runter. Da ist, glaube ich, auch noch ein Gegenstand. Nee, ist er nicht. Okay. Dann eben nicht. So, ich glaube, hier oben war da noch was. Ich glaube, da könnte ich nämlich auch noch lang. Bin nicht ganz sicher gerade. Genau, da geht es daneben noch runter. Kann ich auch ein Stück abkürzen wieder. Und muss mich jetzt noch nicht mit den ganzen Typen da unten abgeben. Oh. Ja, und du musst natürlich von hinten wieder auf mich schießen, ja? So, hast du davon. Okay, holen wir uns das hier noch. Weil jetzt wird auch gleich wieder ein Event gestartet, wenn ich diesen Gegner töte. Moment, da kann ich, glaube ich, runterspringen, oder? Wie gesagt, das ist eigentlich immer viel Gespringe hier. Genau, genau. Ich zeig's euch eben. Ist ja nur ein kleiner Rückweg, den ich nehmen muss. Ich kann jetzt zwar hier runter, aber da kann ich auch gleichzeitig später wieder hoch. Denn ich könnte diese gefährliche Stelle umgehen, also die ich gesagt habe, in dieser Pure Black Tendency, indem ich eben einfach wieder von der Mauer runterspringe. Und zwar hier. Hier kann ich runter, nämlich. Oder was hier? Ich weiß gar nicht. Nee, hier war es, glaube ich. Genau, hier kann ich einfach runterspringen und kann so diese tödliche Stelle umgehen. Dann kann ich nämlich hier wieder runter, zack, dass ich nicht zu weit immer runterfalle, wisst ihr, also dass ich nicht zu viel Lebensenergie verliere. So, da ist nämlich der böse Minister, der mich ausgesperrt hat. Den werde ich ganz vorsichtig mal von hinten anschleichen. Der ist nämlich auch recht stark. Komm, ganz vorsichtig. Nein, der hat mich gesehen. Na, komm. Und, oh ja, er macht dieses scheiß Feuer. Ja, ja. Aber dürft ihr raten, wer das wieder ist, mein alter Freund.
Gott. Genau, jetzt ist er tot. Jetzt hole ich mir schnell hier den... Mach den Hebel auf, genau. Denn... Den muss ich befreien. Ihr wisst schon, wen ich meine. Mein alter Freund Ostrava. Ja, renn doch. Ja. Der ist nämlich... Ich weiß nicht, der ist so stark eigentlich, aber er ist so ein Feigling gleichzeitig. Aua. Ja, die tun richtig weh, die Großen hier. Aua. Okay, schon mal einer weniger. Und du auch noch, jawohl. Ja, mittlerweile bin ich so stark, die können mir echt kaum noch was anhaben. Gut, ein Spiked Shield, das brauche ich eigentlich auch nicht. Das ist Quatsch, finde ich zumindest. So, holen wir uns alles. Und der kleine Ostraber hat sich in die Ecke versteckt. Ja, so ein Feigling aber auch. So. You saved my life. Ja. This is the third time I am truly indebted to you. Ja, das dritte Mal schon. All I have. Now. Okay, ihr gebt mir einen Pure Clearstone. Ja, den brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. So, jetzt habe ich nämlich dieses Set of Iron Keys. Nicht wundern, ich gehe jetzt mit Absicht ganz zurück. Ich habe jetzt dieses Fallgitter geöffnet, also habe ich mir schon mal einen guten Teil vom Weg gespart. Und jetzt renne ich einfach ganz zurück am großen Ritter vorbei. Wisst ihr noch warum? Da gab es nämlich eine Tür, die versperrt war. Und genau zu dieser gehe ich jetzt. Denn ich glaube, mit diesem Ring oder Set of Iron Keys kann ich sie, glaube ich, öffnen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die schon waren oder ob ich jetzt erst nochmal woanders hin hätte gehen müssen. Aber ich denke mal, das müsste stimmen. So, hier ist wieder so ein netter Ritter. Aber den habe ich ja schon mal getötet, deswegen ganz einfach. Der hält weniger aus als die anderen. Und ich habe die Schlüssel benutzt und kann durchgehen. Wunderbar. Halbmondgras, ja, das ist recht schlecht, das Zeug. Okay, jetzt geht's runter in den Kerker. Und dort werde ich einen alten, das heißt nicht Freund, aber ich werde einen guten Charakter befreien, den vorletzten in dem Spiel. Ich weiß es gar nicht, da kommt nämlich... Was ist das für ein Klapper? Kommen die mir jetzt hinterher? Ich glaube es ja nicht. So, jetzt ist hier wieder ein Minister. Diese dicken Typen, die Feuerbälle schmeißen oder schießen. Und dann stechen wir mal eben ab hier. Oh oh. Oh, gut, ich habe noch geblockt. Upsala. Du wolltest mich etwas schlagen mit deinem... Jetzt trifft er mich doch. Ja, aber ihr seht, ich habe so viel Schutz oder Rüstung mittlerweile. Es ist fast unmöglich, mich jetzt mit einem Schlag zu töten. Sogar die Bosse schaffen das nicht mehr. So, und ich kriege einen blutigen Eisenschlüssel. Den brauche ich auch bald. Ihr werdet sehen, wofür. Und erst durch mir mal die kleine Eidechse hier. Na, bleib stehen, kleine Echse. Bleib doch mal stehen. Ich weiß nicht, das ist so ein Leguan. Auf jeden Fall, ihr seht schon, die haben so eine diamantene Haut. Lauter Edelsteinen drauf. Ich habe mir die wirklich noch nie so genau angeschaut. So, jetzt sind wir übrigens da, wo schon mal der Händler saß. Und hier ist das zu schwer für mich zu tragen. Ja, was schmeiße ich denn weg? Was schmeiße ich weg? Ich schmeiße den Secret Dagger weg. Der wiegt zwar nicht viel, aber ist auch noch unnötiger Ballast. Das Greatsword, das wiegt 10. Ne, das schmeißen wir auch weg. Jetzt soll ich eigentlich genug haben. Es ist zu schwer für mich zu tragen. Ja. Was können wir noch wegschmeißen? Das Spike Shield wiegt 3, schmeiß mal weg. Das muss ja richtig was wiegen, wenn die so schwer sind allesamt, was da liegt. Das ist, glaube ich, nur ein einziges Rüstungsteil. Pure Hearts, nee, den behalten wir mal. Moment, das kann ich noch weg. Die brauche ich auf jeden Fall, die Minister's Cap. Werdet ihr bald sehen, wofür. Sehr wichtig, das Ding. Das soll es doch eigentlich reichen, oder? Moment. It's too heavy for you to carry. Moment. Da muss ich wohl doch was tun und nochmal den Nexus zurück. Aber ich habe mir schon viel Weg gespart. Ich nehme jetzt nämlich... Genau, den Ring of Herculean Strength und das Tower Shield. Auch eins der besten Spiele an sich im Spiel. Das beste Schild im Spiel an sich. Aber das ist sehr, sehr schwer, das Ding. Und, ja, gut, ich bräuchte es jetzt eigentlich nicht, aber ich nehme es auch mal mit. Das sieht nämlich schön aus, das Teil. So, jetzt kann ich hier endlich die ganzen Dinger öffnen. Aber auch noch mit dem Ring of Keys. Eine Traditional Zero Soul. Und diesen blutigen Eisenschlüssel werde ich für was ganz Bestimmtes brauchen. Da ist aber nichts drin hier, oder? Nein. Und hier ist da drin, mein Freund, Beer of the Twinkfangs.
You. I am called Bior, the elder of the twin fangs of Boletaria. Ja. Er hat's gerade gesagt. Und er ruht sich noch etwas aus, der faule Kerl. Der hat übrigens die beste Rüstung an dem Spiel. Die passt auch sehr gut zu dem Tower Shield. Also ist, glaube ich, auch das. Nein, Quatsch, da gibt's ein anderes Schild für das Set. Aber ja, wie gesagt, diese Rüstung und dieses Schild zusammen bieten den besten körperlichen Schutz, den es gibt im Spiel. Aber da ich ja mehr so auf Bewegungsfreiheit stehe und auch gerne mal schneller ausweiche, ist das für mich jetzt suboptimal. Diese Rüstung kriegt man, glaube ich, auch nur, wenn man dann eben auch, wie schon erwähnt, die Welttendenz erreicht hat dazu. Also Pure Black oder Pure White. Und damit kann ich dann ganz am Anfang das Tor öffnen, wo ich eben auf dem allerersten Level angefangen habe. So, wir gehen zurück zum Nexus. Und ich würde sagen, beenden wir doch diesen Part und... ja, machen wir am nächsten weiter.